Jo, 20 Uhr ist ein bisschen früh, aber passt. Aber ihr habt euren Spawn auch auf eurem Zelt, ne? Ja. Gut. Ja. Ist jetzt halt ein bisschen früh noch, aber. Ja. Wir müssen erst alle noch mal ein bisschen trinken und essen. Wie immer. Und dann gehen wir halt los. Gib mir einen Tropfen. Hä, bei mir leuchtet meine Hand. Was ist denn das dann? Probably what bottled water is. All right, Shadows. What you got now? Tropfen schon die Tropfen okay, runter. Perfekt. Trinken ist gut. Okay, Mary. Das würde ich auch so essen. Okay. Das ist mein Wasser. Trinken ich voll. Ja. Ich nicht. Mein Wasser ist hier ständig überall anders. Ah, aber da oben. Okay, ich bin komplett voll. Also unser Behälter hier, der bringt irgendwie nicht so viel. Ja, Walle, wir können nicht alles auf einmal machen. Ich glaube... Gleich so, Ja, weil mich das... Ihr wollt... Genau, also praktisch nochmal Richtung Baum. Wo ist denn okay, der? Bin ich vielleicht gerade... warum kann ich den nicht trinken da oben? Wen denn? Das Wasser hier vom? Hier ist nichts. Hier ist keins. Ah, okay. Das erklärt es. Du kannst hier so rüberhüpfen, wo ich jetzt bin. Da hat's noch einen, hier. Deckt hier bei mir. Mhm. Rüberhüpfen. Jump and run! Hast du doch geübt in Dings, in Nühes. Mhm. Geht was? Geht was? Mann, ey. Das war schon klar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gemeinsam zum Baum. Oh. Warte, ich hol's dir runter. Ja, kommt's. Jawohl, alles gemacht, er hat's gemacht. Es klingt so falsch, ey, wenn man nicht weiß, von was ihr redet. Ja, ich zum Glück sieht man ja, was wir machen. Ja, ich mache eine Tonspur draus. Warte mal, wo ist denn der Baum? Oh, wieso ist die jetzt aggro? Oh in die nein! Richtung müssen wir. Kann mir jemand helfen? Was ist denn du? Eine Ameise. Ach komm, der Arme. Eine böse, eine von den großen, Hilfe! Ja, komm. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Ich hoffe, er wird gestorben. Einfach zu mir kommen. Hi, Brudi. Die läuft weg von mir. Naja, die ist weggerannt von mir. Okay, also lass mal zusammenlaufen. Oha. Jetzt wieder Saft. Wieso ist das jetzt schon wieder Aquamusik? Irgendwie. Also, was treibt ihr denn? Ja, beziehungsweise, die sind doch alles bei dir. Spinne, geh weg. Okay, wir müssen halt die Stelle finden mit dieser Dose. Ich weiß halt nicht, wo die war. Ja, wir müssen zum Baum und dann. Wo ist der Baum? Ich sehe den Baum nicht. Rechts von dir. Also, hier hinter dir. Hinter dir, noch weiter, in meine Richtung, wo ich hingucke. Wo ich hingucke. Hinguckst? Ja. Aber da. Da sehe ich noch Blumen. Ah ja, doch, da. Okay, langsam. Lass mal nicht so krass rennen. Immer rennen. Da ist Walle. Rennen, ich habe ein Stecken ausgefunden. Ich höre halt Dinge, Leute. Ja, da vorne links von mir ist, rechts von mir ist die Spinne. Ich gehe hier ganz schnell, ganz... Die Spinne kämpft gegen eine Ameise. Ja. Oh, fuck, da sind noch mehr Spinnen. Peter, this isn't one of your role. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Was macht ihr? Was tut ihr? Scheiße! Lauf! Das Schneckenhaus, Alter. Ja, das habe ich auch gerade gefunden. Oh, Scheiße! Oh, Mann, ist das ein Schild. Oh, mein Gott. Oh, Scheiße! Ich bin im Spinnennetz fest. Schleimpilz verbraucht. Jeder für sich! Stopp. Oh mein Gott, hier ist auch eine Spinne! Oh mein Gott! Die bedeckt! Du musst hauen! Aber ungefähr hierhin wollte ich tatsächlich, so grob. Warum? Nicht warum! Oh mein Gott, ich bin dead! Renn! Hier durch, ich weiß nicht, wo es. Und es kommt keine gute Idee da durch. Hallo, Anne. Hi.
Das ist eine Minispinne. Leute, die sind 15.000. Rechts kommt eine fette. Ja, wir laufen mal wieder zurück zum Heimat, ja? Ich bin durch. Ich hab gewonnen. Ich hab's geschafft, ich hab durchgespielt. Ich hab eine Mini-Spinne hinter okay, mir. Okay, mehr Spinnen. Irgendwie, du hast gewonnen. Ich hab's durchgespielt. Nicht? War es das nicht? Okay, Leute. So geht's nicht. Ich wollte... Wo ist Torben, oder? Ich check's nicht, Mann. Ich bin wieder hier beim TikTok. Ich mach das jetzt mal kurz allein und versuche, das zu finden, was ich finden will. Ohne, dass ich in eine fucking Spinne laufe. Das ging doch voll auf. Was willst du denn finden? Also, es kommt doch immer dieses Geräusch. Oh, du hast ein Blütenblatt entdeckt? Ja. Ja, chillig. Okay. Ich brauch die doch für mein Pürierding. Ich weiß. Es ist nicht, dass du sie entdeckst. Also, es kommt doch immer dieses Pürierstab. Ja, ja, bei mir ja auch gerade. Es kommt doch immer. Ja, und wenn das kommt, warte mal. Ja, genau, ich will auch zu dir, aber zwischen uns ist die Spinne. Wie bist du hingekommen? Na, auf jeden Fall erscheint die Spinne. Ja, ich hab es. Ja, okay. Ich hab's, weil das du gerade. Ich wollte es finden und suchen und so. Aber. Genau, weil links unten erscheint dann so ein Häuschen-Symbol und dann werden die Dinger. Dann wird's grüner, desto näher du kommst. Ja, und das wollte ich halt finden, weil dann können wir wieder neue Sachen. Cool, weil du mir jetzt gesagt hast, sonst hätte ich das nie geschafft. Ich versuche zu dir zu kommen, ohne zu sterben. Mal gucken, was mir gelingt. Er ist direkt vor uns, also. Oh, man kann jetzt auch dieses ASL-Terminal immer benutzen. Turbinator, okay. Gibt eine neue Quest. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche, außer das, den Rest. Also, ich habe eigentlich nichts von dem, weil wir die außerdem. Alles, was oh, hier ist eine Geschichte. Oh. Aber die wollt ihr bestimmt nicht hören. Ne? Ihr seid nicht so die Zuhörer. Klar, voll drauf, ey. Komm mal an. Nee, ich glaube, da war der nicht so. Das ist ein Mini-Spider. Siehst du? Ja, die greift mich. Die backt hier rum und die greift mich an. Kommt die hier hoch? Nee, die ist hier. Okay. Ah, hier sind ja auch die Blütenblätter, I got it. Mhm, ich bin einfach hoch und haben was zu irgendwas, Spinne. Irgendwas hat mich angefaucht. Eine Spinne. Mhm. Ich renne mal einfach. Die auch hinterher. Ja, okay. Das ist eine große Spinne. Die ist weg und ich bin am Wasser. Da ist noch mehr Eichel. Da oben ist so eine Lampe oder sowas. So, wo seid denn ihr? Ihr seid da. Oh, mal die Lampe da oben anschauen. Rechts neben mir ist eine fette Spinne. Die Lampe. Können wir mal irgendwie mehr zusammenbleiben? Ich finde es so sehr schwierig. Ja, aber hier waren wir vorhin weil schon. Jeder irgendwie. Entdeckt halt einzeln immer irgendwas, das ist voll anstrengend. Ja, hier waren wir vorhin schon. Hier müssen wir irgendwas auch machen. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich können wir die Blütenblätter auch von. Ich bin hinter dir. Oh, lass mal hier die Eicheldinger noch abbauen. Oh, ich hab eine Schaufel. Das Teil hier vor uns. Oh, perfekt. Oh, guck mal, was ich gefunden hab. Eine Made. Oder war, war das jemand von euch hier oben? Made? Oh, ja. Geil. Oh, die erste Madenhaut. Hä? War die einfach da so rumgelaufen? Nee, die ist da im Boden gewesen. Das waren die, die im Boden rumkriechen, die man rausbuddeln muss mit dem. Mit der Schaufel, wie du gesagt hast. Das ist ein guter Hinweis. Meinst du, wir können auf diese Blätter? Ich glaube auch, weil also vorhin konnte ich schwimmen. Oh Gott. Es sind halt auch andere Kreaturen hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, ich weiß, was du meinst. Wieso holt er manchmal eigentlich ein Ding raus, so ein Fallschirm, und manchmal nicht? Ich verstehe es nicht ganz. Wieso holt er manchmal was raus und manchmal nicht? Ich hab so einen Fallschirm und manchmal holt er den raus. Und hier unten drin sind langsam. So Kaulquappen. Kann man die wohl auch erschlagen hier drin im Wasser? Kaulquappen? Mhm. Sind da keine Fische? Ah, im Trailer habe ich so einen fetten Koi gesehen. Das war ja, nicht so. Dito. Sehr ängstlich, muss ich sagen. Also ich war kurz drunter und dann habe ich so eine Kaulquappe gesehen. Krass.
Oh ja, da. Ein Mini-Fischi. Ja. Also wenn du so eine sowas unter der Erde hast, alle? Ja, dann sag ich dann dir. Ja, dann müssen wir die immer gleich rausholen. Ich hab rausholen. Die Schaufel. Ich hab auch eine Schaufel. Oh mein Gott. Ich mag hier das ist so, was, dieses Geschlängel und so. Warte. Aber hier ist aus Spinnenweben. Könnte vielleicht gefährlich sein. Ja, da oben ist eine große Spinne. Hm. Wo denn? Markier die mal. Markier die mal, Alter. Oh ja. Nicht hier vor mir ist es... Ja, ich glaube, das ist zu nah. Lass mal hier am Rand ein bisschen noch weiter gucken. Oh nein. Oh, das ist so arg. Ich check's nicht ganz. Wieso kommt es manchmal und manchmal nicht? Was meinst du? Links-Shift muss ich drücken. Mein Fallschirm. Links-Shift steht da. Mal gucken. Jetzt hier runterspringen. Oha! Ah. Okay. Ob wir irgendwann zu diesem Ding kommen? Ich will da oben zu diesem Monster hin. Meinst du, da kommen wir hin? Ja, safe. Welche Monster? Da habe ich markiert. Da rechts. Wo ist er? Oh ja, ich hab Durst. Perfekt. Was? Ich glaub, sie was zu trinken. Ja. Oh, da ist auch was Schönes. Da waren wir noch nicht. Wo denn? Da auf meiner Markierung. Oh ja, lass uns da hingehen. Können wir denn nicht die Seerose hier gucken? Oh, lass die Blütenblätter nehmen, aber aufpassen auf die Spinne. Ganz vorsichtig, Torben. Die ist hinten, die ist da hinten an der Lücke da. Ja. Oh, da sind viele. Ich geh mal hier. Ah, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir kommen da noch gar nicht hin, weil wir da. Ja, vielleicht ganz außen links da irgendwie? Geht das da durch? Ganz außen links sind welche? Da war gerade eine Spinne noch. Oh, da ist sogar. Da eine kleine Spinne. Oh, was ist. Was bist du denn? Torben, hinter dir. Huch. Aber hier schwimmt total was Riesiges im Ding rum. Ja, ich bring mir hier eine kleine Spinne mit. Okay, let's do this. Ach so, klein, ja, okay, dann. Ja, okay, vielleicht geht's ja, jetzt auch wieder. Spinnenfall, ja, die nehmen wir, oder? Die nehmen wir aber mal richtig. Die nehmen wir mal ran da. Ich brauche halt noch diese Dinger für Pfeile, diese Distel-Dinger. Das wäre cool, wenn wir die noch finden. Spinne Junior. Aber man kann auch blocken mit Rechtsklick, ne? Wenn die einen sollen. Wusste ich gar nicht. Okay, jetzt hab ich ihn geblockt. Wieder geblockt. Ding dong ding! Sehr gut. Hey! Okay. Und noch eine kleine. Die machen wir auf, ich bin ziemlich tot und. Ja, dann ergeben sie zurück. Mal blocken sollen, ne? Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Steinigt sie! Ich brauch kurz was zu essen. Leute, ich stand und... Ja, die ist halt hingeschaut, da kann ich nichts für. Scheiße. Ja, jetzt haben wir sie. Willow! Oh, ich bin vergiftet. Thanks for saving me. Thank you very much. Nach dem Tod wirst du am letzten gesetzten Respawn-Punkt wiederbelebt. Du kannst respawnen. Ja, okay. So, wo sind Disteln? Hier ist doch auch irgendwas Spitzes. Kann man das da nicht nehmen? Oh, Tau. Mein Speer ist beschädigt.
Ah, hier ist ein Distelstachel. Perfekt. Sehr gut. Wo? Ja, bei mir. Ah, da. Übel viele. Ich glaube, man kann jetzt durch. Nice and clean. Ich gehe all in. Oh Gott, Tom! Nein, doch nicht. Warum willst du da durch? Irgendwas hat dahinter aber ganz schön komisch gequetscht. Oh, warte mal, kann man hier hochklettern? Links? Ah. Wohin willst du, Tom? Ah, ja, da kann man hochklettern, safe. Ab zur Dose. Ich habe 52 Stacheln. Ja, super, warte. Ja, super, mir doch scheißegal. Hey, nein, ich bin nur traurig, weil ich liebe halt den Bogen. Wir haben halt noch nicht genug Material. Nee, man kann hier doch nicht klettern. Nee, hätte ich auch gedacht. Aber hier. Das war dann jetzt warte ich mal. Ich will da vorne hin. Ich will da jetzt vorne hin. Ey, das Schleichen hat mir gerade einfach mein Leben gerettet. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ihr wart. Ihr seid so schnell. Hier ist Isa da hinten schon. Hier ist eine Baumwatze, die ist nicht. Es ist Torben, der überall durchrennt. Wow. Wie er immer sagt, ich renn los. Okay, sie ist am Leben. Die ist aber nicht nett, ne? Das weißt du, glaube ich. Okay, kann ich hier durch. Die ist nicht nett. Torben. Ey, wir gehen mal zu Walle. Walle ist unser ernst. Kämpfer. Wir müssen jetzt die zu Walle ziehen. Kalten zu Walle. Aber wir vorne ist auch eine Spinne. Pfeil und Bogen. Ich kann jetzt schießen. Ich habe jetzt 30 Pfeile. Moment mal, das ist ja der Baum zwischen uns und dir. Die hat Aggro verloren. Alles gut. Kann ich die Biene abschießen? Ich glaube, das ist gut. Der ist gut. Oh, ich habe sie gehittet. Oh, first try hit. Ist, glaube ich, aber auch Aggro dann, oder? Ja, die macht mir jetzt Aua. Volles Hilfe. Ach, Walle. Du bist woanders. Oh, hier piept wieder was. Ich muss da rein. Bei mir, Anne. Ja, aber ich gucke kurz zur Walle, falls du Hilfe brauchst. Moment. Ja, ich bin jetzt gleich tot. Ich habe in die Dose gekitet, die Biene. Oh mein Gott, sie ist wirklich nicht. Ja, da kann ich. Soll ich dir. Okay, ich warte, dass sie rausfliegt und dann. Die hat ihren Stachel verloren. Okay. Fliegt sie? Ja, die buggt da rum. Oh, ich glaube, ich weiß, warum wo du denn. Warum hast du sie auch da reingelaufen? Ja, ich dachte nicht, dass sie reinkommt. Ich glaube, dass du hier den Saft-Dinger bauen kannst an dieser komischen, an dieser Getränke. Kommt rein, töte die Biene, jetzt los. 15 Sekunden habe ich noch. Die ist zu strong, Walle. Nein, zu zweit geht es. Die ist so strong. Ja, Torben, so schnell. Torben ist nicht hier. Ich bin 10 so Sekunden. Weg. Walle, oh wir holen den Lude Ruhe. Das können wir so nicht machen. Ich will es nicht auch noch drauf geben. Ich hab nicht mal einen Verband. Oh, danke. Warum machst du das auch? Ich dachte nicht, dass ich die treffe. Ich hab die aus dem Kilometer abgeschossen. Der ist drinnen. Torben, der ist drin. Torben kommt in der letzten Sekunde. Ich bin tot. Du bist Torben, nicht gestorben. Da ist eine Biene, Mann. Walle war nicht flott genug für die Biene. Oder hat der Spinne? Hier sind nur Gegner. Tom, jetzt komm mal zu mir, wir müssen zurück. Weil Walle spawnt jetzt an der. Oder, Walle, ja, ich schaffst komm du den zu Weg? Euch. Okay. Tom, da, dann jetzt, zeig mir. Da, wo ja, ich jetzt genau. markiert habe, da, wo ich markiert habe, da meine ich, kann man das anbauen. Okay, ich schau mal kurz. Ihr baut irgendwas an. Was macht das? Was treibt ihr denn? Ja, aber ist ja. Also, zwar habt ihr es gehört, dass zwei Pflanzen legal sein sollen: Selbstanbau. Was? Das war? Ja, bei Cannabis-Legalisierung. Ja. Ah, das. Ach so. Hier, das hier. Meinst du das? Mhm. Das kann sein, ja. Aber wäre halt total scheiße. Also im Sinne von. Muss man ja jedes Mal hierher rennen. Also im Sinne von. Ja, probier mal. Kannst du das nicht bauen? Ach so, du hast nichts zum Bauen. Nee, ich habe die Materialien jetzt nicht da. Seid ihr da jetzt noch drin? Ja, hol mal die Materialien mit. Gut. Nee, wir sind nicht. Ja, wir sind aber in der Nähe, also alles gut. Wenn du kommst, dann kommen wir auch. Ich bin schon da. Wir kommen ganz schnell, wenn du auch kommst. Ja, los geht's. Weißt du, das macht uns, das hilft uns einfach auch dabei. Wenn du kommst, dann hilft uns das nein, einfach. Und Fabio nein. sagt, wie ihr mich einfach verkauft. Das haben wir mit nee, Absicht aber gemacht. Die Biene war mir too strong. Ja, ich hab's ja gar nicht probiert. Ich hab dir zwei Hits gegeben, die war schon Half-Life. Die laufen wir gerade nicht so, wie wir vorhin waren. Hä? Aber ich laufe ja auch ganz falsch, ich Trottel. Wo gehst du denn? Ja, irgendwie, ich bin zu deiner Markierung gelaufen.
Aber das ist immer noch drin, die Biene. Biene ist weg. Warte mal, ich gebe dir gerade mal deine. Warte mal, bleib mal bei mir. Bitte, ich habe deine ganzen Pfeile aufgesammelt. Danke. Was ist jetzt los? Ich sterbe. Aber hier mich anmachen, ne? Wie viel hat sie an Leben? Ja, schon viel. Ich hab fast kein 2% Schaden gemacht oder so. Okay, alles gut, ich bin safe. Ja, weil wir die Akku jetzt haben. Ja, warum seid ihr? Ich hab nicht gesagt. Jetzt, wir kommen zum Helden. Ja, sie ist ab. Ja, von dir. Nee, die aber auch von euch. Da liegen aber zwei von meinen Pfeilen. Die hätte ich gern wieder. Ja, und ich habe halt gerade nochmal Saft gesammelt und dann auf einmal war sie da. So, ich würde jetzt gerne meinen Pürierstab bauen. Können wir das machen? Ja, wir gehen jetzt gleich. Aber ich will auch sowas. Warum kann ich das nicht machen, was du da hast? Weil ich keine Pusteblume eingepackt habe. Ne? Die einfach nur Pusteblume abbauen. Aber ich hatte welche in die Kiste gelegt. Aber wir können auch jetzt. Hier bimmelt's wieder. Warte, was jetzt, wenn's bimmelt? Ja, dann Hallo ist ja in der Nähe so ein Ding, so ein Labor. Aber was ich nicht weiß, ist, ob das dann neues ist oder ob es auf dem alten auftaucht. Die habe ich ja schon vermisst. Grüße von Fabio, ne? Fabio! Ja, und was ist, wenn es bimmelt? Was muss ich dann machen? Ja, dann schaust du links unten. Das Game ist funny. Und das Grün, es müssen halt mehrere grüne Punkte werden. Ja, also ich habe bisher immer nur jeweils einen, jeder Seite. Ja, dann musst du es halt so laufen, dass es mehr werden. Bei mir sind es zum Beispiel schon zwei. Ja, bei mir sind es auch zwei jetzt. Ja, also wir sind close. Ah. Ja, wir müssen eher in deine Richtung. Ja. Ja, vor allem mit den beiden. Ich verliere es wieder, warte. Wahrscheinlich hier unten, ne? Nee. Oh, jetzt habe ich es wieder verloren. Schwierig. Boah, ey, das ist ja immer so viel höher ziehen. Wie weit springst du? Ihr seid doch nicht in die richtige Richtung unterwegs, oder? Boah, ist das übel. Also... Gar nicht mal so einfach. Bei dem Bogen auf Range. That's not so bad. Ja, keine Ahnung, ich find's irgendwie gerade nicht. Ja, vielleicht ist hier geht's auch irgendwie in so eine Höhle. Es kann sein, dass hier runter. Also hier bei mir ist. Oh ja, hier bei mir habe ich maximal. Guck, da ist irgendwas mit Eicheln versperrt. Kann sein, dass es da reingeht. Ich weiß nicht. Boah, ich will diese Eicheln abbauen. Und hier ist, oh, wow. Guck mal, das war vorhin auch schon. Ich weiß nicht, was ist das? Wegmarkierung oder was ist das? Ich habe einen Marker gesetzt. Ja, aber ich glaube, darunter geht's, auf jeden Fall. Vorbereitet, weil das halt hier was wichtig ist. Jetzt Bombe brauchen wir hier. Ich brauche keine Gegner, ich habe ja euch. Genau, diese milden Pelze brauchen wir, by the way, auch für die Pfeile. Also ist gut. Eine, danke schön für ich die. Oh, guck mal, was ist hier? Das böse? Oh, yep, das ist böse. Ui, der schießt. Ich habe ein Höhlensymbol gemacht. Bombardierkäfer. Dankeschön für den. Kann es sein, dass wir den hier locken müssen, dass der da runter schießt auf die Wand? Kann der schießen? Ja. Uiuiui. Ui. Er schießt so Säure oder sowas. Und hier ist ein Viech im Boden. Ja, lass ihn mal da hinlocken. Ah, okay. Ich weiß es nicht, ob das die Lösung ist. Es kann sein. Ich weiß es auch nicht. Das ist einfach eine Schaufel. Ja, wie weit? Aber der hat ja so säuremäßig was. Hm. Weiß halt nicht, ob das. Aber Säure ist ja hier, nicht. Hier. Ja, schon kommt. Das Viech kommt. Alter, geht's dir noch gut genug hier? Ja, das ist übel, gell?
Ich brauche, glaube ich, ein bisschen Heal. Ja, ich glaube, wir sollten auch zur Base, weil ich habe ja eine, wir haben ja jetzt eine Markierung hier. Mhm. Weil ich bin auch recht low. Also, nein, aus irgendeinem Grund habe ich das Gold, Gold, Gold nicht gehört. Ich hoffe, es lag nur daran, dass ich es nicht gehört habe. Ab nach Haus. Was sag ich mit dem Marienkäfer? Warum darf man den nicht verletzen, was du gesagt hattest? Na, der kann halt sehr aggro werden. Also so habe ich es zumindest im Kopf. Okay. Oh mein Gott! Hier Milben! Milben! Erdmilben, hahaha. Ja, ich habe keine Schaufel, also wenn ich was sehen muss, müsst ihr das machen. Ich habe eine. Jetzt soll ich mir aber auch eine bauen. Ich glaube auch, also weil, ja. Verkehrt ist es nicht. Ein Safttropfen. Geil. Let's go. Ich baue mir jetzt einen Pürierstab. Ist das in Ordnung? Tu dein Pürier. mach du nur. Mein Speer ist ziemlich kaputt. Ich brauche einen neuen. Kannst du ihn auch reparieren? Ja, man kann ihn irgendwie reparieren. Ja, das wäre natürlich auch cool. So, ich brauche die Brocken. Und jetzt mal gucken, wie kann man das reparieren? So, und dann? Und dann zwei Knoblauchstängel, wollte ich sagen. Wie? Ich hab mich zum Braten. Hä? Ich hab doch Fleisch? Dachte ich. Hä? Wie kann ich das denn reparieren? Weiß ich nicht. Hast du es? Verdorbenes Stehen. Fleisch haben wir ja nicht, ne? Nee, aber jetzt kann man da nämlich die Sachen hier reinbauen. Hey, ich kann endlich mein Pilzragout bauen! Ah, das wird Zeit. Oh, die Pflanzenbreie. Cool, ja, ich ja. Das ist cool. Das ist richtig cool, Tom. Das ist so Science. Wieder irgendwas gemacht. Dann braucht man auch nicht zwingend immer Fleisch und so, das ist cool. Ah, endlich mal vegetarisch essen, ey. Oh, endlich, ey. Die ganze Zeit die Fleisch. Ich meine, wir haben bisher, wir haben ja die ganze Zeit Insekten gegessen. Eigentlich ist es ja also die Frage, ob das so die Art von Fleisch ist. Ja, das ist jetzt die Frage. Maden. Guten Pilzbrei einfach. Wo ist der Brei jetzt? Aber unser Auffangbehälter hier, der ist irgendwie, der bringt Walle. Nichts, ne? Was? Nee, der bringt noch nichts. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Wenn du weißt, wie es geht, dann stell ihn woanders hin. Man kann den ja verschieben. Ja, ich glaube, dass man den nur da befüllen muss selber, glaube ich. Hä, ich habe irgendwie gerade was gemacht. Ach so, das dauert, bis es rauskommt. Ah. I got it. Wieso kaufen wir uns dann eigentlich nichts von diesen 3000 Punkten? Und Wissenschaftspunkten. Hm. Naja, wir müssen ja. Weiß nicht. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Lass das mal lieber. Ich schaue es mir mal an. Die am wenigsten Überblick hat. Okay. Kochen für Anfänger, was ist denn das? Ja, da kannst du besseren Stuff machen. Ja, kombiniere Zutaten, um verschiedene Speisen zu kochen. Heißes und klebriges Fliegenfleisch auf knusprigen Chips. Oh! Ja, genau, da gibt es halt mehr so Sachen. Dann kann man die Base ein bisschen pimpen. Kiesel, so. Fackelverbesserung. Hält halt länger. Wäre auch eine Idee. Torben, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Jenny streamt Fortnite. Was ist denn da los? Ja, das. Sie ist unter die Streamer gegangen. Was ist denn da los? Hier ist irgendwas fertig. Ja, ja, warte mal. Lass mich das mal nehmen. Ich wollte mich hier mal. Du bekommst das, ne? Ich habe einen Pilz-Smoothie oder so gemacht. Den hätte ich gern. Okay. Soll ich das mit dem Kochen kaufen? Oder mit der Fackel?
Mega. Hast du denkst, was sinnvoll ist? Ich finde ehrlich gesagt, jetzt, wo wir das Movie-Ding haben. Das habe ich gesehen. Die Quest habe ich gesehen, die stand direkt da und ich habe es nicht gecheckt. Jetzt mit der Wegmarkierung, was das ist. Aber da muss ich da, wir müssen nochmal an den Baum und oben an dem Baum hängt so eine Lampe. Und an der Lampe muss man so eine Wegmarkierung hinmachen, so wie vor der Höhle. Okay. Das müssen wir noch machen. Tust du da die Sachen rein? Der Falle. Hat er gleich sich das Eis geschnappt? Kiwi. Wieder? Achso, nee, ich, nee, nee, ich segel hier rum. Kann ich denn nur eine Sache? Ja, was mir alles hier unterstellt wird immer. Das weiß ich auch nicht. Stapel aufnehmen. Ich weiß schon wieder nicht, was wir hier tun. Sind da nur hast du nur zwei von den Dingern übrig noch? Was denn? Von was denn fürs für Dinger? Ach, ich mach einfach selber noch. Ich hab die, ja, ich hab alles genommen, reingepackt, was ist. Es dauert halt immer ein bisschen, bis das fertig ist. Ja, okay. Ja, alles gut, verstehe. Haben wir gar nichts mehr zu essen hier im Ding. Hey, hey. Ja, das kriegen wir schon hin. It's pretty good. It's pretty good. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal so eine Kiste machen für Werkzeuge und so Stuff. Oh, eine bessere Fackel. Was ist das? Fackel Plus? Sag mal, hast du mir irgendwie zugehört eigentlich, oder? Ihr redet nonstop über irgendwas und ich guck, lese ja selber das Sachen durch. Ich hab dich extra gefragt. Ja, und ich gesagt, mach, was du denkst, was wichtig ist. Ich hab die Wissenschaftspunkte ausgegeben, weil ich mir dachte, genau, es ist sinnvoller, eine Fackel zu machen, die länger hält, als jetzt noch krass viele Rezepte, jetzt wo wir den Smoothie Maker haben. So. Genau, ich hab gesagt, ich hab das gefragt und ich hab gesagt, ist egal, mach was du für. Ja, da habe ich aber noch erklärt. Ja, da habe ich ja nicht mehr zugehört. Sind das deine Müsli-Riegel, die hier liegen? Wo? Hier liegen auf einmal zwei Müsli-Riegel in dem Wissenschaftszelt. Nee, ich hatte nur einen und den habe ich immer noch. Okay, dann nehme ich einen. Tom, hier ist noch ein Müsli-Riegel für dich hier drin. Oh. Haben wir Kleeblatt und Eichenschale noch? Ich hab ja, noch Kleeblatt habe ich auch. Ich habe meine eigene Müsli-Regel, ich brauche die nicht. Achso. Boah, ich sag darf nicht ich mal kurz an die, darf ich mal kurz an die Wo Kiste, Tom? Ja. Okay. Eichenschale und Kleeblatt. Voilà, jetzt habe ich in zur Kiste gehauen. Ich mache mir hier alles rein, was wir so brauchen für Werkzeuge und sowas. Die neue Kiste. Mhm. Also gerade für die Pfeile brauchen wir zum Beispiel diese Distel-Dinger. Ich brauche nochmal so mehr. Ich brauche nochmal einen zweiten Pyrea-Stab. Wir brauchen mehr Pyrea-Geschichte. Das reicht nicht, das reicht nicht. Ich brauche. Ja, aber guck dir mal an, wie lange das dauert. Ja, es dauert wirklich lang. Ich habe irgendwann so ein Pilzding mal losgelassen und der ist immer noch nicht durch. Ja. Doch, den habe ich schon eingesammelt, den einmal. Okay. Aber das dauert ewig. Okay, man, das jetzt so. Dann habe ich den ganzen Quatsch hier, dann brauche ich das nicht mehr. Scrabble along, Conrad. Kommt das hier noch rein? Jetzt habe ich es verkackt. So, immer Stacks machen, bitte. Warte mal. So, was ist das eigentlich? Ich mag Torben, wie er sein Pürier-Gerät anschaut. Ich bin hier da am Arbeiten, überhaupt nicht nur am Anschauen. Turm der Pürier-Menschen. So, wir können auf jeden Fall noch genügend Pfeile machen vorerst, das ist schon mal gut. Für Pfeile haben wir genügend Stuff, wir brauchen halt nur. Ja, ich hätte halt gerne auch einen Bogen, aber wir haben nicht genug Fliegenpfeile. Ich will jetzt noch als nächstes was ganz Wichtiges bauen, und zwar ein Spinnrad. Dafür brauche ich Ton. Ja, Spinnenrad. Ton. Haben wir schon mal, ne, die Probleme. Haben wir eigentlich, wir haben ja keine. Oh doch, wir haben ja eine Map. Oha. Oh, lol, hab ich ja. Wir haben einfach eine Map, das war mir nicht klar irgendwie.
Baseball, Icecap, okay, das ist cool. Warte mal, wo ist denn... Ich kenne die noch nicht so ganz. Wo ist der Baum? Ah ja, da ist das Eichenlabor, okay. Ist hier vielleicht mal, wie kann ich denn... Ist hier vielleicht mal in die Richtung irgendwie mal gehen? Oder so dahin? Nein. Das, ja, ich würde sagen, dass wir jetzt auch... Wisst ihr? Schlafen gehen gleich. Ja, das auch. Aber halt, dass wir mal in eine andere Richtung gehen, darfst du vielleicht... ein Gebiet entdecken, vielleicht mit Ton oder so. Oh, Ton wäre so toll. Ja, ich mache mir jetzt noch schnell Verbände. Ich habe keine mehr. It's not lemon crime, but... Also ich habe Essen, Trinken wieder voll. Das ja, ich auch. Schlafen. I'm good. Should we call it a day? Was brauchst du? Was? Du hast gerade irgendwas gesagt, du machst jetzt was? Verbände. Ja, ich habe 3 Verbände nur gemacht für den nächsten Tag. Ich habe nur 4 Verbände, das ist auch zu wenig. I don't want any trouble in. So, dann können wir hier nochmal was zum Braten draufhauen. Und würde ich sagen, dann gehen wir jetzt schlafen. Da bin ich dran mit. Ja, voll. Warte, ich hole noch kurz ein paar Pflanzenfasern, habe ich noch mehr Verbände. Bin ich ready für morgen. Okay, das sollte reichen. Wieso muss ich denn im Lager sein, um das zu machen? Oder nimmt es das automatisch aus den Kisten, wenn man in der Nähe steht? Was kann denn auf den ins Zubehör rein, da? Also die Kiste ganz rechts ist nur für so Sachen wie, Dings, okay. Die Kiste ganz rechts ist nur für Waffen und Werkzeuge und sowas. Alles, was man dafür braucht. Zum Beispiel sind jetzt gerade die ganzen Sachen für Pfeile drin. Und die anderen, hier ist so die Trash-Kiste, wo alles ist. Und ganz die kleine ist Essen. Gut. Aber jetzt gehen wir schlafen. Jetzt ist time to sleep. Ja, bitte. Ich stehe schon die ganze Zeit vom Zelt. Time to hit the hay. Time to hit the hay. So der Hey. Oh ja, lass mal singen und tanzen. So, was sagt denn der Smoothie Maker? Aber nee, das muss der Torben machen. Das ist sein Projekt. Ja, ist fertig. Torben ist der Smoothie Maker. So, können wir noch essen? Ich habe hier sowas gemacht, aber ich leg da mal was rein. Ich weiß nicht, ob das was zu essen ist. Aber ganz kurz zu Semi, ja, hier ist ausgetappt. Hä? Das hat bei mir ich hab irgendwie einen Pilzbrei, den ich nicht essen kann. Ah, doch, ich weiß warum. Entschuldigung, warte mal, gleich. Steht nicht analysiert. Ja, genau, mach ich gleich. Ah, man muss ihn freischalten, dass man essen kann. Hä, aber ich kann ihn trotzdem nicht essen. Nee, jetzt muss man kannst du Pilzriegel draus bauen anscheinend. Oh, Pilzriegel. Geil. Das klingt so gut. Aber wo? Am Lagerfeuer? Nee. Find ich gar nicht zum Bauen überhaupt. Ich auch nicht. Das ist ein Kiemenrohr. So, achso, da ist ein Kiemenrohr, da kann man tauchen. Wie geil ist also, das? Was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles Neues? Was haben wir jetzt? Was ja, warte mal ganz kurz. Da, Pilzriegel. Püriergerät. Herstellung, einen Schmelzofen hier, brauchen wir. Brauchen wir einen Schmelzofen? Ja, klar, ein Schmelzofen. Leck mich am Arsch. Eine und Schmiede, den Pflanzenbrei konnte man den auch nicht essen. Doch, ich leg dir 2 Stück rein. Ja, weil ich brauche irgendwas. Wollen wir dann... Oh, ich habe verdorbenes Fleisch. Oh, das ist super! Das brauche ich für was. Leg das auch mal in die Essenskiste. Ich tue es einmal analysieren und einmal in die Essenskiste. Ja, perfekto. So. Okay. Achso, guck mal, das verbraucht es gar nicht, wenn ich das mache. Hä, ich kann den Pflanzenbrei auch nicht essen. Ja, man kann den verdorbenen Fleischbrei kann man hier auch reintun. Und dann kommt da irgendwas raus. Ich kann den Pflanzenbrei nicht essen. Soll da auch was mitmachen? Offenbar.
Mein Problem ist, ich habe jetzt nichts mehr zu essen. Aber ich bin froh. Ja, ich habe halt jetzt auch gedacht, dass das Smoothie-Ding jetzt voll unsere Rettung ist, aber. Das ist irgendwie also gar ich bin komplett mit allem voll, aber ich habe halt nichts mehr dabei jetzt zu essen. Außer den Riegel, den ich aber ungern verbrauchen würde. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr zurück in die. Was macht denn da immer so wumm? Das ist, wenn ich eine Kiste öffne. Ich würde sagen, wir gehen los, oder? Haben wir ja, wollen los? Wir in die Richtung, wo ich markiert hatte? Oh, auf jeden Fall was zu essen. Was bringt Pflanzenbrei jetzt? Wissen wir noch nicht. Okay. Wollen wir mal in diese andere Richtung oder eher nicht so? Welche andere? Ich hatte sie markiert, Moment. Dass wir mal so da so vielleicht hingehen. Hier so. Oder hier links. Was ist das hier? Oder? Oh, auf jeden Fall was zu trinken, was zu essen unterwegs. Hier nach unten. Ja, ich glaube, ja, lass mal hier nach hier, bitte. Ja, unterwegs können wir jederzeit trinken und essen. Wir auch hin. Was ist denn das? Wir haben keine Himmelsrichtung oder so. Ich habe ja gepinkt, ne? Das hast du gesehen. Ja, aber ich sehe den Ping nicht. Also im jetzt dachte ich, ich. Ich brauche auch noch das Trinken. Ich bin full. Ich habe alles. Das ist schön. Ja, ich nicht. At least it's clean. Aber danke, dass du es schon das 5000. Mal sagst, dass du full bist. Das macht Badege besonders gerne. Ich brauche übrigens nichts mehr zu essen oder trinken erstmal. Aber. Ich habe jetzt also ein Bede, was. Schau mal, komm mal her. Zu mir, ja. Torben. Ja. Das hier ist, glaube ich, auch Lehm oder Ton oder so. Siehst du? Aber man muss es erst so. Oh. Ja. Ton. Genau. Ich habe ein Spinnrad. Okay, ich gehe nochmal. Ich gehe jetzt mit euch mit, aber trotzdem. Bitte was? Ich habe mein Spinnrad. Achso, ich habe. Ja, wir brauchen ja mehr. Hallo. Nicht für das Erste. Für was wird es noch brauchen? Oh, da vorne ist wieder ganz viel Saft. Ich hab wieder unendlich viel von den Disteldingern hier, von den Stacheln. Mit Pfeile. Ich habe auch Geräusche, ich habe ein bisschen Angst. Ich brauche was zu trinken, sonst wäre durstig gleich. Da ist was. Ja, yep. Ich wollte gerade sagen. Hm? Ich höre ganz komische Geräusche, ich weiß nicht, was das ist. Wieso kann ich mein Ding nicht aufmachen? Ich höre irgendwie Geräusche, als würde jemand lachen. Ich hab ein bisschen Angst. Bitte? Hörst du das auch, Wolle? Das sind diese Milben, oder? Ach, das sind die Kleinen. Die Roten. Oh, Gott sei Dank. Ja, irgendwie, ich konnte es nicht einordnen. Hatte ich brauche noch was zu essen jetzt. Dann bin ich. ja, schau mal, hier ist so ganz viel Saft am Boden. Und Tau. Ich weiß nicht, ob das auch Essen gibt. Bei mir, wo ich stehe, sind zweimal Tau-Tropfen. Ich gebe dir ein bisschen was. Hier ist eine Höhle. Weg. Nee, kann ich nur einsam. Das ist ein großes, böses Viech. Kann man hier rein? Ja. Sortenhöhle. Ja, sind Durchgänge. Ameisenbau. Oh, ah, hier sind wieder diese Maden und, jetzt voll viele davon. Ich hab eine. Was brauchen wir denn für diesen, was ist das? Ein Schaufel, oder was ist das? Ja, Schaufel. Hab. Oh, hinter dir. Hier draußen ist noch eine. Hier ist noch was Böses. Das ist nämlich eine Riesenlarve gewesen. Kleines. Hier draußen ist noch eins. Oh, da ist auch noch was, warte. Bleib mal bei dem hier bei draußen. Mir? Oh Gott, ich bin fast tot. Hey, sind die so krass, die Viecher, oder? Es gibt zwar kleine und es gibt große. Yeah. Ja, ich halte mich kurz zurück. Das ist eine große, oder? Ja. Ich habe jetzt echt Hunger. Ich verhungere gleich, ne? Ja, deswegen lass mal ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir noch Pilze. Ja, wo ist meine Markierung? Ja, die Pilze, die sind voll selten irgendwie geworden. Weil irgendwie hatte ich gerade eben auch so ein Oh Leute, hier ist ein Lager. Ein Ding. Hello, powerless ant. Oh, kann ich das hier essen? Warte mal, kann ich das nicht essen? Oh, ich kann es nicht hacken. Verdammt. Wir brauchen Stufe 2 dafür.
Hier ist eine Kassette, ich mach die mal an. Machen die. Nadenschneiden. Very philosophical. Do you feel anything else? No, everything appears to be the same. Ganz viel Saft. Now, I have come to realize that this world is hier kommt gleich noch viel mehr. Seid ihr? Da. Einfach ein bisschen weiter nach links. Ich bin gleich dead von nichts zu essen mehr. Oh Mann. Also im Notfall, ich hab den Müsli-Riegel. Ah, ich kann den Müsli-Riegel essen. Ich hab den ja selber. Eine was? Ich hab eine verrottete Larvenklinge jetzt. Cool. Die lag da einfach. Ich hab ein Schwert. Ja, ich glaube, mein Schwert juckt da. Was? Also wie gesagt, im Notfall kann ich dir den Müsli-Riegel geben. Ich hab den, sagen? Ja, ich hab meine auch gegessen jetzt, weil du es gesagt hast. Achso, okay. Boah, jetzt fühle ich mich richtig stark. Stopp. Ja, da ist eine Spinne drunter. Okay, große. Lass weiter nach links. Die schläft da oder so in ihren unter dem Blatt. Oh, guckt euch mal diese Statue da an. Igitt. Wow. Oh, vielleicht geben diese Rosen hier was? Oh, hier geht's rein. Oh, das, okay, da wollen wir nicht rein. Komm gerade rein, wenn du ein bisschen wisst, was da drin ist. Irgendwas ist hinter mir. Okay. Oh, eine Riesenspinne schon wieder. Oh, immer diese Riesenspinnen. Seabox, I'm always telling you, you need to spend less time reading books. Und der Kopf. Was ist das denn? Ja, Jungspinne. Jetzt. Ja, genau, und hier nämlich. Hier sind mehr Jungspinnen, hier mehr Jungspinnen. Mehr Jungspinnen. Guck mal, was wir ganz viel haben. Noch mehr. Weg, die Mama ist die große. Ich bin tot. Mama ist da. Boah, die ist ja riesig. Die ist noch krasser als die anderen. Wieso kämpfen wir auch gegen die Babyspinnen? Ich weiß es nicht, warum wir das. Aber ihr könnt mich holen, die ist weg. Die ist wieder runter. Also sie wird wieder du hast kleine Babyspinnen bei dir. An deinem Po. Okay, lass uns gehen. Sie kommt. Was? Wie groß ist sie denn? Oh, es sind zwei Riesendinger. Ja klar, Mama und Papa. Gott. Ich lieg oben auf dem Kleeblatt. Ich renn. Ich werde aber sterben, ich schaff's nicht. Ich versuche nochmal zu kommen. Sag mal Bescheid, wenn es bei dir ruhig schneller ist. Schneller als ich. Ja. Oh, ich danke. Ich keine mehr bei mir. Die gehen wieder weg. Ja, ich hab eine bei mir. Scheiße. Ich bin jetzt wieder komplett free. Ich bin oben. 10 Sekunden. Die Babyspinne kommt wieder, aber die kann nicht springen wahrscheinlich. Eine von den großen geht grob wieder in eure Richtung. Ja, danke. Ich habe noch 15 Sekunden. Wir müssen höher. Die kommt schon wieder, die große. Kann einer von euch zu mir noch rennen vielleicht? Nein, ich bin dead. Schafft es? Ich bin dead. Pete is dead! Ja, okay, jetzt wird's kommen, Anne. Das schaffst du nicht, warte. Ich hab noch 5 Sekunden. Was? Du, dein Kleber. Nein. Ich hab noch 20 Sekunden. 1. 0. Ja, ich komm wieder zurück. Ist die Spinne noch bei dir, oder? Nee, nicht mehr direkt. Hey, da steht Respawn bei der Kinderbox. Wo ist denn das? I can't catch my breath. Kinderbox? Die kommt schon wieder. Nein, ich kann nicht. Okay. Ich sehe den großen Tankra. Ja, die One-Shot voll. Geht die ins Wasser? Die geht nicht ins Wasser, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob das hier der beste Weg ist für uns. Ich will auch irgendwie. Ja, aber ich muss so oder so wieder hin. Ja, genau. Also ich muss jetzt mein Loot holen.
Ja, das schon, aber ich glaube, wir sollten danach eher. Wo kann ich sehen, wo ich gestorben bin? Ja, ich wollte halt sehen, wo ich gestorben bin. Da ist halt richtig viel Lehm. Bei mir, einfach zu mir. Okay, okay, damit hat sie mich natürlich voll geholt jetzt, ne? Anne weiß halt, wie sie es machen soll. Da ist ganz viel Lehm. Okay, 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 Lehm. Da ist wirklich viel Lehm. Hä, aber du bist doch auch gestorben, oder? Ja, du bist hinter mir, ne? Ja. Ja. Weiß auch gar nicht, was wir uns dabei gedacht haben, die Babyspinne anzugreifen, weil wir dachten, dass weiß die ich auch nicht. Ich war beim Leben ganz brav und mache normale Dinge und ihr? Ja, jetzt eine Babyspinne und jetzt irgendein. Was ist das? Ich kann das nicht identifizieren, was das für ein Viech ist. Das Schwierige ist, auch wenn man dann zu dem Platz wieder zurückrennen will, muss man auf dem Weg so aufpassen, dass man nicht in die nächste Spinne läuft. Aber hier sind zumindest Pilze. Ich kann legit nicht sagen, was das für ein Viech ist. Ich soll es einfach mal angreifen. Warte mal, ich schaue bei dir im Stream. Oder siehst du es nicht? Was da im Wasser schwimmt, mit dem weißen Arsch? Ja. Ich weiß ja nicht. So, ich glaube, ich bin langsam in der Nähe. Ich schieße aber meinen Bogen ab. I thought I lost you. Wait, ist das einfach, war das gerade One-Shot, das Viech? Du bist ja, du hast so wenig. Ein Wasserfloh. Und hier war Lehm. Ist der jetzt böse, weil ich bin genau bei dir? Ich habe ihn gewonshottet mit Pfeil und Bogen. So. Hier liegt ein Pfeil. Ja. Okay, ich bin fast bei meinem Rucksack. Oh, da ist noch irgendwas. Mhm. Hilfe, verteidig mich! Ah! Ja, die geht. Die geht. Ja. Ich noch nicht. Nehme ich das denn? Alles nehmen. Das geht irgendwie nicht. Ach, ich glaube, der boxt gerade, ne? Lieben. Larvenstachel. So. So ein Lehm da vorne. Nee, tötet mal immer die Rüsselkäfer, wenn ihr die seht. Immer mit ja, jedem einzelnen. Ja. Warum? Oh, hier ist eine ja, wegen Essen. Dass sie die braten können dann. Nee, irgendwie habe ich doch noch nicht alles eingesammelt. Hä? Du musst nur zu dem Rucksack und einmal drücken, dann geht's. Ja, nicht. Aber ich. Es ist nicht. Ich habe nicht alles dran. Warte mal. Das fallen lassen. Und Saft mal. Auch mal mit dem für Verbände. Und natürlich, ihr wisst, Lehm. Ja, ich kann nur. Mein ich hab Schaufel schon genug. Weg. Ich hab alles. Ja, aber trotzdem, ich hab noch nicht einmal Lehm gesehen. Yeah, das sind so braune Steine. Dran. Die läuft die ganze Zeit dran vorbei. Das sind braune Steine. Ich hab keine. Hier ist Spielende. Hm? Ah, jetzt nämlich. Jetzt was ist, wenn ich hier rauslaufe? Was passiert dann? Wenn ich gegen Spielrand laufe? Boah, hier sind Bären. Nimm die mit, vielleicht gibt's auch irgendwann so Bären, wie sagt man, Bären... Ja, da oben, ich weiß aber nicht, ob ich reinkomme. Dass man die anpflanzen kann oder so vielleicht. Da ist eine Forschungsstation hier oben. Da ist ein Schiff. Leute, da gehen wir hin. Wir klettern da jetzt hoch. Oh, hier ist ein Bären. Stopp, Leute, könnt ihr ganz kurz auf mich warten? Ja, wo bist du? Ja, du bist doch direkt da, hä? Ja, aber ich will mich auch einmal umschauen, bevor ich stupide hinterher bin. Geil, Bärenbrocken. Auch ein Bären. Hier geht's, guck mal, hier geht's hoch. Ich bin halt jetzt. Ja, egal, klipp schon. Forschungsstation. Ich glaube, wir sind einfach so maximal viel zu weit schon für das, was wir eigentlich machen, von unserem Equip her. Ja, und es ist irgendwie. Immer so. Hier ist ein Tape. Eine Bär. Seid ihr bereit? Eine Bäre hier. The Kinder Science Lab modules have not held up as well as anticipated. I thought hiding these lab units in the hedge would provide a bit of protection from my rampaging children. But it appears not even the sanctuary of these leaves can protect my work from an errant flingman disc. The subsequent breaches in the lab structures have invited all manner of arachnid invaders to wander in. Boah, hier ist irgendwie so ein Maden-Farm. Also, hier, glaube ich, hier sollten wir unser Lager hier hinbauen, mit dem Baum.
Ja, wir könnten theoretisch ein zweites sehen wollen, ne? Also es spricht ja nichts dagegen. Boah, ist das... Okay, maybe nicht. Ich habe hier eine Spinne gefunden. Ja gut, das haben wir glaube ich überall so. Hold up. Der war da im Apfel. Ich hab die Ameise baut es ab und ich klaue das der. Und wenn du jetzt nach links gehst, dann sind ganz viele von diesen Maden. Oder was für Viecher das sind. Die Larven. Larven. Ja, die sind aber stark, oder? Weiß ich nicht, ich wollte es nicht testen. Ja, die schlafen alle. Ich stehe hier mittendrin. Wie kann man dieses Dings nutzen? Tschüss. Wie kann man was? Dieses zum Schweben. Wenn du in der Luft musst einmal draufdrücken, wenn du in der Luft bist, dann kannst du Shift links drücken. Es müsste aber auch dran stehen, unten rechts. Müsste dann auch das Ding dran stehen. Nixes. Dead. Muss erstmal ausrüsten wahrscheinlich. Ja. 25 Sekunden. Oh no. Mein Inventar ist voll. 20 Sekunden. Ich werde sterben. Boah, es ist hier dunkel, Mann. 16. Da ist er. Ich bin doch schon da. It's not so bad, Pete. Jammer mal nicht so rum, Pete. Back in the game. Hey, ich gehe jetzt mal zurück und baue mal mein hier Zeug und will auch ein bisschen essen. Ja, wollen wir nicht? Wir könnten hier schon irgendwas Kleines hinbauen. Aber wir müssen ja eh das Material holen von der anderen Seite. Oder so. Nicht zwingend. Oh. Kann ja hier neu farmen. Da kommt was Großes, da kommt so ein Bomber-Tier hier vorne. Ich würde es halt eher im Wasser machen. Wegen? Weiß ich nicht, da fühle ich mich sicher. Ja, da drin ist schon arg dunkel. Ich würde es auch. Ja. Also hier kann man es so easy ranmachen, so. Ja. Zelt. Let's go. Machst du Zelt? Ich mach Ding. Ein Feuer. Ich sammle dir mal Steine. Hast du schon genug für ein Feuer oder was? Nee, ich hab. Achso! Ja, okay, warte, ich kann es ja verschieben. Ich so voll weit weg und. Hier in der Spach. Wie heißt denn das hier? Im Spatel. Ja, jetzt halt hier so ungerade alles. Das ist halt so. Aber gut. Ist doch egal. Wir haben. Ja, gut, was uns jetzt fehlt. Immerhin einen Korb können wir machen. Korb ist besser als nix. Was ist das, was du da machst? Keine Ahnung. Wie heißt das? Ist es ein Garten? Ja, irgendwie so ein Gartending. Oh, so einen Garten wollte ich auch bauen. Ja, das ist cool. Ein Gartenbeet. So, ich habe zumindest eine kleine Vorratskiste. Brauchen wir trockener Gras. Ich hole mal schnell noch trockenes Gras. Oh, mein Inventar ist voll, leck mich am Arsch. Okay. Oh, ich habe von irgendjemandem ein Speer jetzt aufgesammelt, hups. Wer jetzt den Speer hier rumliegen lassen? Keine Ahnung. Ich nicht, ich hab mein Speer noch bei mir. Ach so. Ja, nee, ich weiß nicht. Dann endlich etwas Madenhaut. Ja. Haben wir wieder hingelegt. Er muss aber hier von mir. Kann sein, dass er von mir war, aber ich hab einen, also. Ist egal. Hast du das trockene Gras eingesammelt? Mhm. Okay. Hab mir trotzdem wieder hingelegt. Das ist nett. Was macht ihr so? Bium, bium, bium. Wir müssen hier noch ein bisschen was zusammensammeln, damit das Feuer da geht. Ja, deswegen sammle ich. Achso, ist an. Nenn das Ding hier mal B. Lager B. Lager B? Okay. Ja, dann können wir es unterscheiden. Mhm. Haben wir jetzt nur ein Zelt hier. Ein Spinnenbrat, ich brauche noch grobes Seil. Ich dachte, es langt eins oder muss jeder eins haben? Ich glaube schon, oder? Probier doch mal. Ich glaube, wir können alle an einem, oder? Benutzen.
Kannst du es auch benutzen jetzt, wenn ich dran bin? Ja, also das Schlafen ist zwar ausgegraut, aber weil die Uhrzeit noch nicht erreicht wurde. Ich mache mal da meinen Respawn-Punkt. Ich muss eh nochmal an den ran. Dieser Speer! Nimm den doch jetzt mal mit. Not bad. Oh Mann, wir haben irgendwie gar kein Fleisch, ne? Ich geh mal ein bisschen hier oben. Also ich gehe nochmal zurück und muss ein paar Sachen sammeln, sonst kann ich hier nichts bauen. Ja, uns fehlt noch ganz viel für meinen Spinnrad. Aber du kannst doch hier noch ein bisschen looten. Warte mal. Was brauchst denn du alles? Noch rote Ameisenbrocken, Saft und Seile. Seile ist nicht das Ding. Saft findest du hier, Seile findest du hier. Und was war das andere? Rote Watt? Ameisenbrocken? Mhm. Da sind so Libellen oder so eine Scheiße. Wo? Da wo ich bin, so, beziehungsweise warte. Ich schieß dir ab. Das sind große und dann sind so kleine, ganz. Da sind ganz viele kleine Fliegen, by the way. Wenn wir richtig viel Bögen machen. Ja, die brauchen wir. Ja, aber die großen, die machen mir ein bisschen Sorgen. Wo sind die kleinen? Oh ja, das Schutz. Die kleinen sind alle daneben. Ja, mal gucken, ob ich da was holen kann. Ja, mit Pfeil und Bogen ist es natürlich zu lecker. Ja. Wenn ich halt nicht treffe und dann aus Versehen eins weiter hinten treffe, dann. Und vor allem, wir gucken uns hier ganz entspannt noch um. Schau mal, da ist Saft für dich. Voll safti. Schau mal, hier ist Saft. Da hinten ist eine Spinne, Vorsicht. Da ist eine Spinne. Kann man da nicht... Das sind Süßigkeiten. Ich muss ein Bedenken, wie ich da irgendwie näher rangehe. Verstehe ich. Hätte ich auch. Trinken. Oh Mann, ich sehe den nicht irgendwo an, wie sie sind. Okay, eine habe ich. Komm nicht durch. Okay, das ist der Nachteil, dass hier ein bisschen weniger trinken ist. Boah, guck mal. Das sind Glühwürmchen, sind das. Wo ist keine Fliegen? Nee, guck mal, die leuchten. Aha. War schön, aber. Aber was bringt uns da das? Da hinten schimmert irgendwas grün. Ja, da bin ich dabei. Nee, irgendwie habe ich Angst. Ich glaube, es ist ein Käfer, der giftig ist oder so. Das sind, glaube ich, die.